Mahlzeit, ihr Knubbelbrüder, weiter geht's, neues Video. Ich muss gerade tierisch niesen, sorry. Heute fahre ich den Panther D. Ich habe im Setup noch zwei Tiger, kann sein, dass ich die auch noch fahre. Denn, naja, man weiß ja nie. Oh Gott, ey, was für eine bescheuerte Lache. Ja, Panther D. Ich glaube, das war der Panther D. Fuck, ey, das wäre natürlich scheiße, wenn ich jetzt was Falsches sage und dann heißt es, ich habe kein Panther D, Panther Y. Naja, aber ich glaube, es ist Panther D. Auf jeden Fall ein Panther. Ich stimme gerade vor mir. Also, hey, der Typ hat gar keine Ahnung von diesem Scheißspiel, der ist so dämlich. Aber ich sage, es ist ein Panther D, so, ganz einfach. Ja. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben, habe aber den Zettel weggeschmissen, wollte eigentlich noch irgendwie Spezifikationen durchgeben und so, denn ich habe ja vorher jetzt nicht im Hangar rumgewühlt. Wir versuchen jetzt erstmal irgendwas wegzuschießen hier. Wie zum Beispiel den Panzerkampfwagen dort oder diesen KV-85. Das hat nicht so funktioniert, aber Rohr ist beschädigt. Heißt natürlich noch nichts. Er kann auch schießen, natürlich könnte es jetzt eine Fehlfunktion geben und dann kommt die vielleicht Kleingeschoss an. Aber ich muss jetzt erstmal vorsichtig sein hier, denn ich habe keinen Bock, mich schon wieder gleich am Anfang hier wegfisten zu lassen. Das geht mir so auf die Zwiebel. Also lasse ich den Kollegen erstmal vorfahren. Da ist er. Na, er bewegt sich. Jesus. Jetzt aber da kommen und hier vielleicht bleibt noch mal kurz stehen. Der ist ja so wie ich. Will einfach nicht stehen bleiben. Will sich nicht wegschießen lassen. Wie man gesehen hat, ordentlicher Rechtsdrall. Könnte das. Sag mal, wo fliegen eigentlich meine Geschosse hin? Oder hinter ihnen, neben ihnen? Ich glaube, wo sie hin sollen. Gut, ich muss dazu sagen, der ist noch nicht komplett modifiziert hier. Jetzt ist sein Rohr aber so gut wie kaputt. Ich wundere eigentlich, dass mein Kollege im Jagdpanzer immer noch am Start ist. Ich dachte, mittlerweile hätten sie ihn echt schon komplett da weggehämmert. Na, das war schon mal relativ gut. Absolut Hilfe. Ja, okay, was willst du machen? Was willst du machen? Immerhin, was mein Kollege und nicht irgendwer anderes. Obwohl es auch nichts ausmacht, weil es ist scheißegal, wer wen abschießt. Die Abschusshilfe ist immer die gleiche. Wo ist der hier? Und komm, wahrscheinlich muss ich noch einen Millimeter hochfahren hier. Entweder steht er hinterm Baum oder da ist noch so ein. Da, jetzt habe ich ihn. Was? Ja, jetzt kann ich nicht weg hier. Verfuckte Fuck-Scheiße. Oh Gott. Hier ist zwei. Echt jetzt? Auch nicht getroffen. Also irgendwie. Irgendwas ist hier verzwiebelt komisch. Ja, da habe ich gesehen. Hallo. Also ich muss zusehen, dass ich. Scheiße! Dass ich irgendwie zurückfahre hier. Vielleicht einen anderen Weg nehme oder zumindest erstmal wegkomme hier, sodass andere irgendwie vorfahren. Die drehen ja komplett am Teller mittlerweile hier. Und ich gehe mal davon aus, ich habe. Wollte gerade sagen. Komm, Panther D, da stand's. Hab kaum Punkte, weil irgendwie kann ich immer noch nicht im Flugzeug rein. Gut, würde ich jetzt so nicht machen, es sei denn, hier würde ein Bomber mitstarten, dann wäre es wichtig für mich. Okay. Ja, T20. Das gibt's doch nicht, da steht der davor. Fahr mal irgendwie weg. Wäre eine coole Sache, wäre Knocke von dir. Jetzt aber hier. Kritischer Treffer. Nachladen, vorfahren, kaputt machen. Irgend so ein Zwiebeljack fliegt auf mich zu hier. Ja, hat den Typen hinter mir genommen. Da ist er schon wieder. Ach, das ist. Hier ist zwei. Sag mal, wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Manchmal irritiert mich das.
Das sind Sachen, die würde ich gern wissen. Warum? Wieso? Weshalb? Blöd ist, ich sehe eigentlich kaum was. Ich kann nicht sehen. Doch, er steht wohl immer noch seitlich. Ich glaube, meine ganzen Geschosse hauen gerade in den Hügel rein, ne? Also ein kleiner Treffer ist immer gut, weil man dann ja zumindest sieht, in welche Richtung das verdammte Geschütz zeigt. Das zielt auf mich, glaube ich. Oder auf den Typen da vorne. Also so kleine Treffer hier. Ja. Beruhig dich. Okay. Scheiß die Wand an, das gibt's doch gar nicht. Irgend so ein Kamikaze-Spinner hier. Gott, wie ich euch hasse, ey. Ich verstehe nicht. Ich müsste ja mittlerweile genug Punkte haben, um wenigstens mal in die Luft zu kommen, um eine verdammte Bombe hier abzufangen. Und abfangen zu können. Okay, okay. Ja, welches Ziel? Da, hier, ihn. T20. Ja, scheiße, wo ist er? Komm ran hier. Ist ja nicht dein Ernst jetzt, Junge. Oh, fuck! You in the boot. Den Scheiß dachte ich mir. Das dachte ich mir. Okay. Dann mit dem Tiger E hier. Oh ja. Ganz toll. Das hat auch vor allen Dingen viel gebracht. Die verdammte Kamikaze. Das ist... Ich habe das mal Kaiser Franz erklärt. Ja, wie gesagt, wenn sie Abschusshilfe machen will, wenn sie irgendwie mit dem Fahrzeug nicht so gut ist oder so, ja, einfach immer in die Luft gehen und einfach auf alle Panzer ballern und zusehen, dass sie irgendwie einen Treffer bekommt, ja, und wenn er dann innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschossen wird, dann kriegt sie eine Abschusshilfe immerhin. Immerhin eine Abschusshilfe, ja. Und so machen das ja auch alle hier. Die fliegen mit ihren Flugzeugen, würden dem... Ja, der hätte jetzt gerade hier gerne mal... Würden den Panzer jedenfalls nie zerstören, aber kriegen Abschusshilfen. Und fallen deswegen auf alles und stürzen auch ab. Ich weiß gar nicht, warum die auf die Panzer stürzen, weil... Wann hat es das schon mal gegeben, dass ein schwerer Panzer durch so ein scheiß Jagdflugzeug, Kamikaze-Stil, weg ist er, zerstört wurde? Ja, so ein Tiger ist schon was Feines, auch wenn er leider nicht unzerstörbar ist. So ein Tiger ist ja mit vielen Mythos behaftet, aber die sind ja jetzt nicht so geil, wie es immer gerne dargestellt wird. Heißt, also sind nicht unzerstörbar, wenn dann so ein IS-2 einfach auf einen raufsammelt, dann ist man höchstwahrscheinlich mit einem Schuss weg. Und gerade von hinten. Ich will keinen hinter mir haben, ne? So, jetzt haben wir hier einen Bomber. So. Kann ich endlich mal rein? Den Schlawutzki abfangen hier. Ich hoffe, dass ich ihn abfangen kann rechtzeitig. Ich habe oft das Pech, gerade in letzter Zeit, dass sie ihre scheiß Bomben auf mich schmeißen, weil sie sehen, dass ich gerade versuche, sie abzufangen. Also gucken sie, wo ist der Penner? Denn sollte ich getötet werden, soll er wenigstens nicht wieder zurück in seinen Panzer kommen. Wieso macht er die Scheiße hier? Jetzt aber kommen hier. Oh. Ich wollte gerade sagen, irgendwie waren seine Klappen weg. So wie der geschlendert ist da. 15. Ja, ich versuche. Ja, absichtlich. M15 ist weg. Siehst du? Weg ist er. Ich meine, warum soll ich das nicht machen? Ich könnte mich jetzt hier wirklich wie ein ganz vornehmer Ritter hier verhalten. Und nie auf einen anderen abstürzen, gerade auf ein offenes Fahrzeug, aber das wäre eigentlich auch eine verschwendete Möglichkeit. Und da sowieso jeder andere auch bei mir macht, warum soll ich das nicht auch machen? Letzten Endes ist der Spieler weg und ja, kann sich bei Gaijin bedanken, wenn ihm das echt passt hier. Dass irgendwelche Penner kamikaze-mäßig in sein Fahrzeug reinstürzen, ne? Den jetzt vielleicht noch hier. Ist nicht so einfach wie gedacht. Ich meine, meine Aufgabe hier ist ja jetzt auch meine Kameraden zu helfen hier. Meine Brothers. Der kann von mir auch ruhig in mich reinstürmen hier. Ist mir egal. Hauptsache er. Ja. Hauptsache er fliegt nicht mehr. Das wollte ich eigentlich sagen. Was haben wir denn hier?
einfach auf da. So, ich denke, wir können vorfahren. Momentan sieht es gut aus. Wir würden gewinnen, wenn das jetzt sich nicht großartig verändert hier. Eigentlich kann man hier die Artillerie auch noch irgendwie farblich umranden, dann wüsste man, von wem die kommt, aber okay, dann wäre es einfach zu einfach und ich meine, die haben das schon ziemlich vereinfacht hier. Ist hier gar keiner mehr? Kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, am Spawnpunkt sind auf jeden Fall noch welche, die einfach noch nicht jetzt aufgedeckt wurden. Ja, ja, einer ist da. Ja, ist bestimmt auch noch ein zweiter. Ich habe das schon mal gehabt, dass nur ein oder zwei Fahrzeuge angezeigt wurden und plötzlich waren dann 5 am Spawnpunkt und man fährt irgendwie nur zu dritt hin. Und kriegt dann doch noch die Zähne rausgeschlagen hier irgendwie so. Das war knapp. Das war knapp. Sag mal, jetzt haben sie den weggemacht. Ist hier jetzt gar kein Schwein mehr oder was? Ne, alle Fahrzeuge verloren. Hey, ich mach noch eine Runde. Sag ich mal, ja. Also bis gleich denn. Ja. Ah, sieht doch fetzig aus hier. So. Ja, bis gleich. So. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Ich hoffe, ich bin jetzt mal länger mit dem Panther unterwegs. Obwohl, davor war ich ja auch relativ lange drin. Nur habe ich nicht viel geleistet oder nicht leisten können mit dem Teil. Im Vergleich zum Tiger finde ich eigentlich nicht so geil. Aber er hat eine bessere Panzerung, das muss man ihm lassen. Jetzt ist der Panther aber auch natürlich, anders als der Tiger, kein schwerer Panzer, sondern mittelschwerer Panzer. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Wie mit so einem, mit so einer Info hier irgendwie auftropfen kann, ne? So, ich fahre einfach mal mit denen hier mit. Ich meine, manchmal lohnt sich das tatsächlich, einen ganz anderen Weg zu nehmen. Aber manchmal kann es auch total beknackt sein. Ich meine, wenn die Hälse wäre, würde ich mir das vorher überlegen. Aber ich bin keiner, also muss ich jetzt hier durch. Okay, wir haben die Sonne im Gesicht. Würde mich jetzt unter anderen Umständen freuen. Tut's hier jetzt gerade nicht. Obwohl es echt schön aussieht. Muss man ganz unverschwul sagen. Das sieht schon richtig fetzig aus. So, da hier haben wir schon die ersten. Jetzt stehen hier. Ja. Ah, immerhin. Oh, bewegt er sich nicht? Okay, ich will ihn jetzt auch nicht schieben, denn ich hasse das auch, wenn ich jemanden anvisiere und die irgendeine Arschgeige mich hier wegschiebt. Solange der jetzt nicht stehen bleibt, weil da bin ich echt. Zack! Erstschlag. Allein dafür hat sich jetzt schon mal das Reingehen gelohnt. Vielleicht schaffe ich ja noch 1, 2, vielleicht sogar 3, wer weiß. Dann haben wir schon den nächsten ohne Tiger. Kritischer Treffer. Mittlerweile habe ich, also ich bin schon schneller geworden hier. Wenn ich auf jemanden schieße, gucke ich sofort rüber, wenn die Anzeige erscheint. Aha. Wo ich getroffen habe. Und man sieht, Tutti Frutti. Was ist ein Tutti Frutti? Wie blöd muss man sein? Gott. Ich hasse das. Ich hasse Schreibfehler in Namen. Dann nehmt doch einen anderen Namen und lasst nicht irgendwelche Buchstaben weg. Ja. Oder wahrscheinlich dachte er, es heißt Tutti Frutti. Oh, scheiße, nee. Ich weiß nicht, das regt mich auf. Mich regen so Kleinigkeiten auf. Ja, und wenn Leute sich Bismarck 88 nennen, ja, weil Bismarck schon vergeben war, dann regt mich das auch auf. Nee, nicht jetzt wegen der Zahl, ja. Aber. Oder Bismarck. Wie oft sehe ich Bismarck mit K geschrieben? Da platzt mir der Arsch. Oder mit Doppel S habe ich auch schon Bismarck. Das ist so ein Blutschild.
Ich muss mich beruhigen. Okay, ich versuche jetzt erstmal hier einen Bomben abzufangen, beziehungsweise ein Schlachtflugzeug wird das wohl sein. Ja. Yep. Wir fliegen weiter auf mich zu. Erstwipe hier. Vielleicht den hier. Komm, zack an die Bohr. Hauptsache weg! Das andere Kollege. Abschusshilfe. Okay, beide weg. So tutti frutti. Okay, kein offenes Fahrzeug hier jetzt. Ich schieße jetzt auch einfach auf irgendwas rauf, solange ich noch hier drin bin. Wer ist der Butowski? Butowski. Kick Butowski. Eigentlich auch. Okay, der Name ist witzig. Panther D. So. Jetzt war es leider schon wieder so, dass ich nicht lange genug mit dem Panther drin war. Das ist ja schon eher ein Tiger-Video dann hier. Tanja von dem Kurech. Ja, interessanter Name. Hä? Was ist das denn hier? Ist hier eine Wurzel? Jetzt habe ich durch die scheiß Sonne einfach die Steine gar nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Oh, peinlich. Kommt der nochmal zurück? Ich meine, klar, ich würde drauf schießen. Warum nicht? Kleines Trefferchen bedeutet eine Abschusshilfe. Ich krieg trotzdem eine Abschusshilfe. Da haben die eigentlich auch blöd gemacht. Aber okay, jemand hat mir auch schon mal erklärt, weil ich mich gewundert hatte, dass das Flugzeug, solange es nicht komplett verlassen wurde, also abgeschossen, ist ja noch nicht verlassen, ne? Solange es noch nicht komplett verlassen wurde und irgendwie noch feuern könnte, zählt das noch tatsächlich als was hat er erzählt? Gefährlich, und deswegen würde man wohl auch eine Abschusshilfe kriegen, weil ich habe gesagt, ey, kann doch nicht sein, irgendjemand anders kriegt schon einen Kill oder eine Abschusshilfe und ich schieße das Wrack ab, was ja nicht ohne Grund schon dunkelrot eingefärbt ist. Heißt ja, oh. Aber hier durch, wuh! Wieder gut abgeschätzt, denn ich wusste gar nicht, ob der hinter der Mauer ist oder ob der hinterm Gebäude ist oder so. Ne? Manchmal muss man doch einfach schnell sein und vielleicht doch ballern. Okay, wieder ein Schlachtflugzeug, welches es gilt abzufangen. Ich habe mir jetzt auch auf die Fahnen geschrieben, ich gehe nicht mehr in die Luft für diese bescheuerten Jagdflieger hier. Echt zu doof, ja. Scheiße, ich wollte eigentlich die P-47, jetzt ist... Ja, fuck you. P-47 ist weg, okay. Zippalapper und Schnackalibu und er wird mich rammen, ja. Ich hasse auch Rammer. Der Rammer geht mir so auf den Sack. Wie oft habe ich das schon erlebt? Gestern erst wieder. Man ist wirklich mit seinem scheiß Flugzeug unterwegs und wird gerammt. Wird gerammt, also im Bomber, einfach nur, weil sie zu doof sind, selbst mit ihren 20mm Kanonen eigentlich runterzuschießen. Ja, hat man zwei solche Vögel hinter sich und die kriegen es nicht gebacken. Wenn ich schon so irgendwie mal Kommentare lese, wie, ja, Ram ist auch eine Kunst, das muss man erstmal schaffen, da denken wir halt doch die Schnauze, Junge. Echt. So, wo könnte er jetzt sein? Ist hier noch was? Zählt das? Jo! Ey, und das war jetzt wirklich ein Glückstreffer. Das war einfach wirklich nur geschätzt. Ich konnte ja nicht sehen, wo er ist. Cooler Teufel. Okay. Schon ganz cooler. Weil ich hier, wie man sieht, eben nicht viel sehe. Ich sehe nicht, ob da jetzt ein Gebäude ist oder ob da
Gerade wenn Gebäude dazwischen sind und dann noch eine Mauer, dann hat man einfach nicht die Möglichkeit rauszufinden. Oder jetzt ab. Also man muss halt einfach nur schätzen, ist er jetzt hinter einer Mauer oder ist er jetzt hinterm Haus? Oder laber ich mir einfach nur das Maul fusselig hier? Könnte hier einer sein. Ich habe hier auch keinen Indikator jetzt. So, jetzt sehe ich da einen. Scheiße. So, verschissen T34, Scheißficker. Na, jetzt wollen wir mal nicht so schlimme Worte sagen. Oh, okay, der Panther muss weg. Ja, er feuert, ich feuer auch. Er hat mich in Brand geschossen. Der hat mich echt in Brand geschossen mit seinem scheiß MG. Ich frag mich nur, wieso habe ich hinten Schaden? Wie kommt, wenn er vor mir steht? So. Ausradiert. So, ich gehe in die Luft. Ich hoffe aber, dass ich vorher noch diesen T-34 kriege, weil sonst bin ich wahrscheinlich selber gleich weg. Raketen. Das Blöde ist, ich weiß nicht wieso, woran es liegt, müsste ich vielleicht mal richtig schön üben, aber wenn ich nur Raketen an Bord habe, ich krieg das scheiß Fahrzeug, das Flugzeug nicht mehr hochgezogen. Gas muss weg. Weg, du Schwein. Gut, 5 Raketen habe ich noch. Fuck. Den habe ich eben gerade gar nicht gesehen. Da ist noch ein dicker Max, ein Nashorn. Eigentlich alles potenzielle Ziele, die man locker... Wer hat mich noch abgeschossen? Hätte ich mich jetzt nicht ganz so doof angestellt, obwohl das war jetzt einfach Zufall, ne? Aber man hätte es auch anders machen können, mehr Ausweichmanöver und so. Dann hätte ich mir noch den Max und das Nashorn vorgreifen können, vornehmen können. Und die hätte ich wahrscheinlich noch wegbekommen, wenn ich von hinten rangeflogen wäre und einfach direkt in die Öffnung geschossen hätte. Das wäre natürlich ein Knall gewesen. Das wäre ein Highlight im Video, sag ich mal. Das will ja jeder. Sowas will jeder haben. Lass mal meinen Funker in Ruhe, Junge. Oder dass der sture Emil, was hier nicht alles rumfährt. Ich kann nicht abschätzen, wo der... Scheiße. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Ich sehe den Emil ja da und ich glaube, der macht mich gleich weg. Yep. Gut, das war nicht der Emil, dafür halt der dicke Max. Scheiße. Ah! Mein Hals wird schon so trocken, immer mal einen Schluck Kaffee trinken. So, Tiger H1. Ich glaube, früher mochte ich den H1 wirklich sehr, aber ich glaube, mittlerweile finde ich den eben irgendwie am besten. Ich meine, sie unterscheiden sich jetzt nicht extrem voneinander, aber... Oh, hey. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir bei dem HE. Ich versuche gerade irgendwie Worte zu finden dafür, was mich irgendwie an dem stört, aber ich kann das nicht beschreiben. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Gefühl. So subjektiv, also sagt man. So ein subjektives Gefühl, dass halt irgendwie der H1 irgendwie schlechter ist oder ja doch unterlegener im Gegensatz zu dem Tiger E. Laber die Sülz, laber. Oh, jetzt wird aber richtig schlimm mit meinem Hals. Tut mir echt sorry, aber... Okay, nochmal schnell einen Bomber abfangen. Schlafflugzeug in dem Fall. Schon wieder eine. Aber hier ist jetzt keine Mauer. Oh, shit. Das war ein Nashorn. Jetzt finde ich... Blöd, dass ich jetzt geschossen habe, weil wenn der mitbekommen hat, dass ich aus seine... aus welcher Richtung ich geschossen habe, dann könnte er mich natürlich ausmerzen. Geh mal weg hier oder? Fuck you. Ja, okay, Abschusshilfe.
So ist das Ding hier. Der ist es nicht. Ich versuche ihn hier zu finden, das ist ein Stura Emil. Kommt doch gerade vor. Scheiße. Das wird nichts. Nein, das wird nichts. Fuck. Er hätte ja klappen können. Aber ich bin zu tief geflogen, um da jetzt irgendwie noch hätte, sag mal, eine Schnur runterziehen zu können, so, und dann irgendwie in ihm landen können, so. Oh, fuck, schon wieder verloren, was ist? Tschüss. Den hätte ich ja gerne noch geholt, das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber okay, immerhin Zweiter. Meiste Zeit aber nur mit dem Tiger unterwegs gewesen. Von daher, nicht aussagekräftig zum Panther jetzt. Aber ich werde, wenn der Panther nochmal vollständig modifiziert ist, werde ich den nochmal fahren. Und suche mir das schönste Video raus, wo ordentlich was zu reißen, ordentlich was gerissen wurde. So, meine Fresse, so. Ich sage jetzt Tschüss, viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns, haut rein.